Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir sind wieder im Disney Dreamlight Valley und wir müssen Dagobert finden. Jetzt ist die Frage, der steht ja so ein bisschen blöd. Ich versuch's mal von der Seite. Ich hoffe, der rennt uns jetzt nicht komplett in eine andere Seite weg, wenn ich hier rumlaufe. Ah, mir fällt gerade was anderes ein. Ich habe nämlich vergessen, mein Inventar leer zu machen. Das kann noch was werden Hast du eine gleich. Minute Zeit? Naja, erstmal gucken. Perfekter Zeitpunkt, Gameplayerin. Ich habe nämlich einen Rat für dich, wie du die Wirtschaft hier auf der Insel der Ewigkeit ankurbeln kannst. Hast du Du einen musst doch Moment Zeit? unbedingt mit mir reden. Also ich wäre ja dafür, dass wir die Kleine erstmal rausschmeißen, dann kommen mehr Leute her und können hier Urlaub machen. Dann lass mal hören. Nun, die Insel der Ewigkeit ist voll von verschiedenen Nutzpflanzen. Wenn du sie alle anpflanzt und die Wüste in einen Garten verwandelst, schwimmst du in kürzester Zeit in Sternenmünzen. Ich würde empfehlen, mit dem Anbau von Sellerie, Brokkoli und Kohl zu beginnen. Das sind aber keine Pflanzen. Da du Goofy schon geholfen hast, seinen Stand in den Dünen zu eröffnen, sollte es kein Problem für dich sein, Samen für Brokkoli zu finden. Und du solltest kein Problem damit haben, Kohlsamen bei ihm im wilden Dschungel zu kaufen. Wenn du die Samen anbaust, kauft er dir sicher alles danach für eine Prämie wieder ab. Ja, das ist eine tolle Idee. Danke, das ist eine tolle Idee. Ja, das ist kein Problem. In der Zwischenzeit werde ich mir weitere profitable Unternehmungen rund um die Insel ausdenken, in die du investieren kannst. Auf Wiedersehen und Ja. bis bald. Und ernte einen Garten in den funkelnden Dünen. Pflanze und ernte einen Garten in den funkelnden Dünen. Was ist denn, ist das das Ganze? Ja, das ist das Ganze. Wobei, ich glaube, die Oase ist da nicht mit drin, ne? Das ist tatsächlich. Das ist tatsächlich nur hier das oder ist es das Ganze? Nee, Moment, Land der Uralten ist das Ganze? Dann müsste das alles sein hier. Mal gucken. Pflanze und Ernte. Was haben wir denn hier drin? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich habe schon wieder vergessen, was. Ja, ich weiß nur noch, ich Na, muss wie Brokkoli geht's? holen. Moment. 6 Stück, glaube ich, ne? Yay! Yeah, genau. Wir sehen uns. Brokkoli, Sellerie und Kohl. Sellerie und Schön, Kohl. dich Das haben zu wir aber sehen. beides nicht hier drin. Das müssen wir in einem anderen holen. Okay. Hätte ich aber auch sagen können, ohne dass ich da Meinetwegen, ja. reingegangen bin. Aber egal. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann bauen wir alles nochmal an. Das Problem ist natürlich, ich habe es da angebaut, wo ich es. Na. Wo ich es auch gekauft habe. Das heißt, mit anderen Worten, das ist jetzt im wilden Dschungel. Da ist das Ding, ne? Ah, das ist nicht euer Ernst. Sellerie und Kohl brauchen wir. So, noch die Frage, hat er das auch gerade noch? Also Kohl ist hier drin. Hey, du! Was ist denn das hier eigentlich? Achso, rote Linsensamen. Nein, nein, ich wollte nur mal gucken. So, Kohl. Nehmen wir auch 6 Stück. Oh. Aber wo kriege ich jetzt Sellerie her? Ja, und damit nochmal hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ich habe jetzt ehrlich gesagt absolut keine Ahnung, was wir gemacht haben bzw. nicht gemacht haben. Die Sachen hier sind offenbar wieder zurückgesetzt worden. Ich weiß leider nicht, wenn ich das eben richtig gesehen habe, kann ich vielleicht. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig, ob das funktioniert. Kann ich vielleicht noch die Datei benutzen? Hast du Ich mal hatte kurz Zeit? nämlich gerade einen kompletten Crash.
Und ich stehe jetzt natürlich mitten in der Quest, die ich jetzt gerade für euch am Aufnehmen war. Grundsätzlich ist das Ganze nicht schlimm, weil den Teil kann ich wiederholen. Die große Frage ist jetzt nur, ob ich jetzt überhaupt den ersten Teil verwenden kann oder ob ich ihn nicht verwenden kann. Das heißt, wir müssen jetzt alles nochmal neu machen. Wir holen uns jetzt die 6 Brokkolisamen nochmal eben zurück. Falls ihr nicht wisst, wovon ich rede, dann kann ich den Teil wahrscheinlich leider nicht wiederherstellen. Dann könnte es auch sein, dass dieses Let's Play heute etwas kürzer sein wird. Ich habe absolut keine Ahnung, was passiert ist. Ich kann es vielleicht damit in Verbindung setzen, dass wir vor 3 Wochen, 4 Wochen, glaube ich, hier in der Gegend einen Stromausfall hatten. Also einen kompletten Crash hatten über alle Straßen, über die ganze Stadt, wo Stromausfall war über, ja, 2 Stunden. 2 Stunden, glaube ich, war es. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Und ja, da sind natürlich die PCs dann auch komplett gecrashed hier. Und ich kann wirklich nur hoffen, dass es jetzt nicht daran lag. Wobei in diesem Fall ist es tatsächlich gewesen, dass sich der PC komplett eingefroren hatte. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Meine erste Vermutung ist ja immer, oh, Angriff von außen. Das ist immer das, was mir so als erstes in den Sinn kommt. Dann denke ich mir, naja gut, ich bin nur eine kleine YouTuberin, also kleine Content-Creator. Was soll man bei mir schon finden? Ich mache nichts Illegales, ich mache nichts, keine Ahnung. Ja, das können wir dann auch nochmal abholen, genau. Ja. Da frage ich mich dann immer, wenn es wirklich ein Angriff sein sollte, warum gerade ich? Weil es gibt halt nichts Besonderes. Ich habe auch kein Geld großartig. Was heißt großartig? Ich habe eigentlich gar kein Geld. Pflanze und Ernte, einen Garten in den funkelnden Dünen. Genau, das müssen wir dann da hinsetzen. Aber wo kriege ich denn Sellerie jetzt her? Wo kriege ich? Ich bin doch nicht doof. Das ist doch kein Sellerie hier oben. Hey, du! Das sind Rüben. Tomaten ist klar, Ananas ist klar. Und da hatten wir ja schon geguckt, das war, ich weiß es nicht mehr, rote Linsensamen, genau. Aber wo kriege ich denn Sellerie her? Hat der noch einen anderen Stand hier? Ach ja, hier unten hat der. Ja, doch, da muss ich dann hin. Da unten hat er ja noch einen Stand. Kann sein, dass der da Sellerie verkauft? Ich bin mir nicht sicher. Hallo Äffchen. Ja, ich weiß, dich muss ich eigentlich auch noch. Das sieht gut aus. Ich komme nur nicht ran. Na, wie geht's? Ja, perfekt. Blöd ist natürlich, dass wir das Ganze nicht hier anbauen dürfen, wo wir es natürlich dann direkt, ja, wieder hätten abernten können. Meinetwegen. Meinetwegen, genau. Sondern wir müssen es halt tatsächlich in den funkelnden Dünen anbauen. Was jetzt natürlich, ehrlich gesagt, ziemlich lästig ist. So, jetzt gucken wir mal eben. Das haben wir. Dann müssen wir das hier anbauen. Ich sehe hier nichts. Das ist alles so hell. 2, 3, 4, 5, 6. Und eine daneben. So, nein, dahin. Ach, ich dachte gerade, hier läuft ein Häschen rum. Ist das Schweini? Also Schweinchen, nicht Schweini. Warum sage ich immer Schweini? Ich weiß es nicht. So. Dann haben wir einmal den Brokkoli, den ich schon angebaut hatte, ich Idiot, und gar nicht mehr reinbauen wollte. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal was machen. Oh, ich bin durch den Absturz gerade, beziehungsweise durch dieses Einfrieren, bin ich gerade so neben mir. Weil ich auch tatsächlich, ich kann es halt nicht nachvollziehen, ist die Datei jetzt noch in Ordnung oder ist sie nicht in Ordnung. Normalerweise ist es so mit OBS, dass die Datei, ja, ich sag mal, dass man eine 50-50-Chance hat. Also ich hatte schon schlechte Chancen, da waren die Dateien im Eimer. Ich hatte aber auch schon gute Chancen, da sind die Dateien auch irgendwo im Eimer gewesen. Aber wenn nicht null angezeigt wurde, konnte man sie noch benutzen.
Nee, das war nicht das, was ich haben wollte. Das wollte ich haben. Ach ja, jetzt muss ich hier wieder... Ja. So, der Sellerie hatte sich nämlich jetzt versteckt. Deswegen haben wir den jetzt nicht drin. So, mal gucken. Wenn der leer ist, kriegen wir da das nächste direkt? Ja, kriegen wir. Perfekt. Okay. Nachteil ist natürlich, wir müssen jetzt warten. Also ich meine, ihr kennt mich. Ich mache es normalerweise immer so, dass ich dann entsprechend auch tatsächlich warte. Und das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wie lange braucht Kohl und wie lange braucht Sellerie. Es wird wahrscheinlich so sein, dass die länger brauchen. Deswegen wäre es mir eigentlich ganz lieb, wenn wir da noch eine andere Quest jetzt dazwischen schieben könnten. Wobei ich nicht weiß, wie lange die dauert. Das ist halt das große Problem. Was Goofy über all die neuen Fische auf der Insel der Ewigkeit denkt. Okay. Nehmen wir das mal als aktive Aufgabe. Und ich persönlich speichere jetzt nochmal ganz kurz. Weil ich ein bisschen Panik habe. So, Goofy, lauf doch nicht weg. Wir machen deine Aufgabe jetzt zwischendurch, während wir warten. Sag mal, Gameplayerin, ich habe versucht, auf der Insel der Ewigkeit zu angeln. Aber ich hatte kein Glück. Keine Sorge, ich helfe dir. Wirklich? Wow, das wäre toll. Ich erzähle dir, was passiert ist. Zuerst sah ich diesen lustigen Fisch, der wie ein Roboter aussah, im Land der Uralten herumschwimmen. Er hat angebissen, mich aber danach fast ins Wasser gezogen. Finde einfach ein paar Wasserski und schon haben wir eine neue Aktivität im Dorf. Sag mal, glaubst du, das würde funktionieren? Vielleicht, aber ich denke, wir sollten versuchen, einen zu fangen, bevor wir versuchen, einen neuen Wassersport zu erfinden. Das übernehme ich. Na klar, ich sehe dir zu, wie es geht. Als nächstes habe ich versucht, einen von ihnen im Treibsand der funkelnden Dünen zu angeln. Aber ich habe 9 Angelruten verloren und ich glaube nicht, dass ich die zurückbekomme. Wir könnten einen Taucheranzug für Treibsand herstellen. Schnorcheln im Treibsand. Das könnte lustig werden. Aber es klingt irgendwie gefährlich. Okay, schon gut. Vielleicht kümmere ich mich einfach darum, den Dünenjäger zu fangen. Okay, danke. Du bist eine echte Freundin. Ich kann es kaum erwarten, was der Trick dabei ist. Der letzte ist etwas ganz Besonderes. Ich war im wilden Dschungel unterwegs und habe etwas im Wasser leuchten sehen. Es war eine Art Garnele, aber ihr Panzer glänzte in allen Farben des Regenbogens. Prismagarnelen, ich fange eine für dich. Oh Junge, lass uns angeln gehen. Bis bald. Ja, kein Thema. Pass auf, komm einfach mit mir mit. Lass uns abhängen. So, da muss ich dich danach nicht wieder suchen. So, Dünenjäger, Roboterfisch, Prismagarnele. Scheiße, ich hab's geahnt. Die sagen mir jetzt nicht mehr, was wo gewesen ist. Ah, dann hätte ich mir das doch gemerkt. Ah, Leute, ganz ehrlich. Also er hat gesagt, im Treibsand hat er geangelt. Ich weiß natürlich nicht, welchen Treibsand er meint. Meint er jetzt hier unten im Treibsand oder meint er oben im Treibsand? Oh, ich hasse solche Aufgaben. Immer wird alles erklärt und dabei geschrieben. Und dann, wenn man es braucht, weil es einfach, weil man nicht drauf geachtet hat, ne? Dann steht es nicht dabei, wo es gewesen ist. So, du warst natürlich der Sandwurm. Dich haben wir gar nicht gebraucht. Probiere ich jetzt nochmal 2 von den Stellen hier. Und dann probiere ich den Treibsand oben. Also ich weiß echt nur noch, dass er gesagt hat, ein Treibsand. Aber ich meine, gut, das hier ist auch Treibsand halt, ne? Du warst es nicht. Dann probieren wir das mal hier. Oh, warum liegt der jetzt so hier draußen? Nein. Ach so. Nein, jetzt sag mir nicht, weil mein Inventar... Nein. Sag mir nicht, weil mein Inventar voll... Oh, ich dachte schon. Okay, die haben wir jetzt erstmal hier geangelt. Dann gucken wir mal kurz hier oben im Treibsand. Och, jetzt setzt ihr mir eine Kugel vor die Nase, ne? Das ist klar. Schauen wir mal, ob wir hier jetzt das finden, was wir eigentlich suchen. Es kann natürlich auch komplett random sein. Es kann natürlich auch sein, dass wir überhaupt nicht in diesen Stellen angeln sollen. Das weiß ich ja nicht.
Ja, natürlich haben wir jetzt wieder einen Sandwurm. Och, Leute. So. Probieren wir es mal so. Jetzt liegt der auch noch hier neben uns. Boah, ist der groß. Ey, das ist schon... Ja, so kriegen wir Knochen. Das ist ja wunderbar. Wieso wird das denn hier rausgeworfen? Das verstehe ich nicht. Ich sollte echt einen Cut machen, mir die Aufnahme nochmal anhören. Und dann, ja. Ach, das ist doch doof. Wenn man einmal nicht drauf gehört hat. Wobei, wie gesagt, er hat halt Treibsand gesagt. Und ich weiß, ach. Nein, er wirft mir die zusätzlichen hier hin. Ah. Jetzt habe ich es endlich gecheckt. Ja klar, er ist ja der Einzige, den ich auf Angeln gesetzt habe. Und da er jetzt mit uns mitgekommen ist. Klar. Da habe ich echt nicht dran gedacht jetzt. Das war jetzt gut. Okay, ich kriege wieder das. Also ich mache wirklich mal eben kurz hier einen Cut und schaue mir nochmal kurz die Aufnahme an, wo das genau gewesen ist. Und ja, dann werde ich... genau an den Stellen angeln und mal schauen, dass ich euch dann immer wieder dazu schneide, wenn ich dann was gefangen habe, weil sonst dauert das hier echt zu lange, habe ich so das Gefühl. Bis gleich. So, ihr Lieben, also ich habe mir jetzt tatsächlich nochmal, achso, warum laufe ich eigentlich? Ich habe mir jetzt tatsächlich nochmal die Aufgabe angesehen und zwar sind mir dabei zwei Sachen aufgefallen. Einmal bin ich... Oh, warum ist das jetzt schon wieder neu hier? Das finde ich nicht nett, weil das muss ich dann direkt wieder abernten. Ich kann in die das Zukunft anscheinend nicht. Sehen. Also weiß ich das. Wenn du in die Zukunft sehen könntest, dann wüsstest du, dass ich dich gerade gar nicht gebrauchen kann, Merlin. Was liegt denn hier schon wieder? Oh, eine Erinnerung, sehr schön. Na? Oder keine Erinnerung? Sondern nur, was war das, 100 Gold oder was? So, ach nein, nicht jetzt. Ich habe doch keine Zeit für sowas jetzt gerade. Leute, ich meine, ich finde das super. Ich brauche das ja, aber ich habe doch keine Zeit. Mir ist aber was anderes aufgefallen. Weil ich habe ja schon einige Sachen geangelt. Ach ja, jetzt kommt Goofy natürlich mit. Fische, die habe ich im dritten. Ich muss das Ding mal wegtun, das nervt mich gerade. Und zwar, wenn ich ganz, ganz viel Glück habe. Und natürlich weiß ich jetzt gerade gar nicht, was. Ach doch, Roboterfisch. Den braucht er einmal. Die braucht er nicht. Die kann ich schon mal alle reintun. Was ist das denn hier? Ach so, das war das Karabäus-Stück. Ah ja, okay. Das brauchen wir auf jeden Fall noch. Würde ich sagen, machen wir das mal hier unten rein, weil da habe ich immer die Quest-Sachen. Haben wir noch irgendeinen Fisch, dass wir das hier mal eben schnell rausschmeißen können? Das hier können wir noch rausschmeißen. Ja, aber wir haben tatsächlich nur den Roboterfisch. Ah, wollt ihr mich denn veräppeln? Der aber auch gefangen werden muss, den ich nicht einfach mitnehmen kann. Ja, geil. Okay, dann ist natürlich das, was mir aufgefallen ist, nicht machbar. Dünenjäger, Roboterfisch und Prismagarnele. Dann schauen wir doch mal ganz kurz. Roboterfisch, Prismagarnele hatten wir noch nicht. Ist aber im Hain. Okay, das ist schon mal eine gute, Dings. Roboterfisch an den Docks und am Aussichtspunkt. An den Docks habe ich den, glaube ich, gefangen. Und was war das andere? Habe ich jetzt vergessen. Natürlich habe ich das vergessen. Dünenjäger war es nicht. Doch, Dünenjäger, okay. Moment, dann gucken wir nochmal eben schnell. Fische, Fische. Dünenjäger an der Oase. Okay, da haben wir noch nicht geangelt. Das stimmt. Dann gehen wir jetzt mal hier wieder raus. Das ist nicht euer Ernst. Jetzt, wo ich hier dran bin, jetzt ist genug Zeit vergangen, dass ich mit Gaston das machen kann. Wollt ihr mich denn hier veräppeln? Da schüttelt Goofy schon mit dem Kopf, also ehrlich. Oase, da ist ja eigentlich nicht viel Platz, wo man überhaupt irgendwie angeln kann. Dann würde ich sagen, fangen wir da erstmal mit an.
Wo ist denn jetzt der Eingang? Moment. Hier. So. Das heißt, für uns, dass wir nur da unten angeln können. Und wir fangen mal... Oh, was machst du denn hier? Wir fangen mal mit den blauen Bläschen hier an. Und ja, ich würde sagen, dass ich euch dann ab jetzt immer reinschalten werde, wenn ich tatsächlich die Fische geangelt habe, beziehungsweise wenn ich sie halt zu Ende geangelt habe. Wir haben einen Dünenjäger. Sehr schön. Also wird das wahrscheinlich bei den blauen Blasen hier sein. Jetzt haben wir natürlich gerade keine blauen Blasen. Das heißt, dass ich ja jetzt nochmal so ein bisschen angel, weil ich habe das Gefühl, wenn man die anderen Stellen abangelt, dann kann das schon mal öfter passieren, dass dann halt wieder neue kommen mit, ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich soll nicht gleichzeitig reden und angeln, das habe ich schon mal festgestellt. Dann kann es nämlich sein, dass andere Felder wieder kommen, die dann andere Farben drin haben. Och, wollt ihr mich jetzt veräppeln? Komm, das war jetzt aber wirklich drin. So, bevor ihr jetzt dieses Elend noch weiter mit ansehen müsst, halte ich jetzt meine Klappe und hole euch erst wieder hinzu, wenn ich das geangelt habe, beziehungsweise gefangen habe, was ich soll. Bis gleich. Wunderbar, Dünenjäger gibt es offenbar auch bei den weißen Blubberblasen, damit wir das schon mal, da haben wir das schon mal mit geklärt, sehr schön. Ein Arapaima, haben wir vorher noch nicht gehabt, habe ich jetzt aber bei den blauen Blubberblasen hier an diesen Fluss gefunden. Und zwar ist es auf der Seite mehr oder weniger vom Hain gewesen. Und einen Zitteraal haben wir, ich glaube, es war jetzt unter dem Goldenen, hier ebenfalls am Fluss gefangen. Oh, unter diesen orangenen oder goldenen Blubberblasen haben wir jetzt die Prismagarnele gefangen. Sehr, sehr geil. Allerdings, um das mal kurz zu zeigen, hier rechts am Hain. Yes! Und wir haben den zweiten Roboterfisch. Nee, den ersten Roboterfisch gefangen. Eieieiei. Und zwar war das gerade, wenn ich das richtig gesehen habe, an der goldenen Stelle hier unten an den Docks. Und das war der zweite und endlich letzte Roboterfisch, den wir fangen mussten. Oh mein Gott, jetzt brauchen wir allerdings immer noch die Prismagarnele aus dem Hain. Und wir haben die letzte Prismagarnele erhalten. Goofy steht direkt neben uns, das ist perfekt. Wir geben ihm direkt mal die Sachen. Oho. Schau dir das mal an. Danke, Gameplayerin. Jetzt, nachdem ich die Tricks kenne, wird es viel einfacher sein, sie zu fangen. Aber sag mal, ich glaube nicht, dass irgendwelche Rezepte für dieses Zeug kenne. Doch, ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt. Eintopf mit Roboterfisch? Das war auf jeden Fall keins davon. Haha, das wäre vielleicht einen Versuch wert. Was hältst du davon, wenn ich die Hälfte der Fische nehme und sehe, was mir einfällt und du die andere Hälfte behältst und dasselbe machst? Ich wette, Remy hätte ein paar Tipps, wenn du ihn fragen würdest. Oh,
Und hier, ich habe ein paar Zutaten für dich, damit du loslegen kannst. Mhm. Okay. Koche ein beliebiges Gericht mit dem Dünenjäger-Roboterfisch oder dem Prismagarnelen. Oh, Moment, da fällt mir doch was ein. Wir haben ja was. Ja, das jede Zutat einmal. Das ist immer super für meinen Speicherplatz im Inventar. Das ist richtig, richtig gut. Ich bin leider ein bisschen negativ jetzt von meinem PC, ne? Angetan. Deswegen muss ich jetzt mal kurz zwischenspeichern. Das wollte ich eigentlich sagen. So, Remy, was ist mit dir? Ist das jetzt eine neue Aufgabe oder? Weil er steht hier nicht als Aufgabe drin. Kann ich ihn jetzt theoretisch fragen? Weil ich meine, eigentlich wissen wir ja ein Rezept. Wo läuft er jetzt hin? Nach oben oder nach unten? Das war jetzt eigentlich Blödsinn, ne? Dass ich für die paar Meter da hochgebohrt bin, aber egal. Gut. Ich meine, ich habe ja schon ein Rezept, was ich machen kann, aber wir können trotzdem gerne mal mit Remy sprechen. Vielleicht gibt er uns ja neue Rezepte. Ich weiß es ja nicht. Hilfst du mir mal kurz? Goofy und du habt auf der Insel der Ewigkeit einen Haufen merkwürdiger Dinge gefangen und benötigt nun ein paar Rezepte dafür. Nun, mit den Zutaten, die Goofy dir gegeben hat, könntest du bestimmt bereits ein gutes Gericht zubereiten. Nimm eine Prismagarnele und gib Sellerie, Butter, Reis und etwas Gewürz hinzu. Das wird köstlich. Prismagarnele, Sellerie, Butter, Reis und Gewürz. Prismagarnele, Sellerie, Butter, Reis und Gewürz. Ja, ja. Hoffentlich sehen wir uns bald. Sellerie, Butter, Reis und Gewürz. Sprecht mich jetzt nicht an. Sellerie, Butter, Reis und Gewürz. Moment. Sellerie, Butter, Reis und Gewürz. Ich werd bekloppt hier. Sellerie, Butter, Reis und Gewürz. 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 Sellerie und Gewürz. Sellerie und Gewürz. Kümmel ist ja ein Gewürz, ne? Die Frage ist, das war Zimt. Ach so, Sellerie war das. Ja, ja. Das ist Lauch. Quatsch, was mache ich denn hier? Sellerie. Und dieser unaussprechliche Fisch hier. Nee, Garnele war das. Garnele. Prismagarnele. Sellerie, Butter, Reis und Gewürz. Sag mir bitte, dass wir ein neues Rezept dadurch kennenlernen. Mischung aus dem Bayou. Okay. Was haben wir denn hier? Verbringe Zeit mit Freunden. Sehr schön. Wie viel brauchen wir denn? 15, damit wir das... Das haben wir schon gesammelt. Das haben wir auch schon gesammelt. Dann müssen wir das noch einsammeln, damit wir das zweite freischalten können. So, da fangen wir eh wieder bei Null an. Okay. Och, Goofy, hast du mich jetzt erschreckt. Sag mal, hast du etwas Leckeres gekocht? Ich habe etwas Erstaunliches gemacht. Das ist toll. Ich habe auch ein paar Sachen gemacht. Pff. Warum probierst du sie nicht? Ich wollte eine Fleischpastete mit Fisch machen, aber ich habe vergessen, den Fisch hineinzulegen. Und dann habe ich mich ablenken lassen und aus Versehen einen Kuchen gebacken. Aber der Kuchen ist ziemlich gut geworden. Okay. Was? Es muss dir nicht peinlich sein, Kuchen zu backen. Probiere es aus. Vielleicht schaffst du es ja selber. Ja, danke schön. Ach, das war auch das. Ja, 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 kann ich mich dran erinnern. Ach, ja. Um das Ganze nochmal kurz abzurunden, gehen wir nochmal ganz schnell. Das haben wir mal irgendwann hier liegen lassen. Gehen wir nochmal ganz schnell gucken.
Das war, als ich aus Versehen Dings hier gemacht habe. Achso, da können wir doch eigentlich auch importen, ne? Ah, ist aber nicht alles durch. Ist nicht alles durch, ich sehe es schon. Die restlichen müssen wir jetzt wieder bewässern. Oh, das ist doch blöd gemacht. Wieso kann man das nicht einfach einmal bewässern und dann funktioniert das? Na gut, dann ernten wir auf jeden Fall schon mal den Sellerie. Die mal ein paar Mal zu viel ernten. Aber ist nicht schlimm. Zack. Und das noch weg. So. Ja. Achso, Brokkoli ist hier. Genau, den Kohl. Das ist jetzt natürlich blöd. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Kohl jetzt noch braucht. Also kann ich jetzt leider die Aufgabe auch aktuell nicht abschließen. Ich werde jetzt noch mal eine kleine Weile warten, während ich noch Rapunzel level. Und dann komme ich hier noch mal vorbei. Und dann ja, schaue ich mal, ob ich das Ganze noch in dieser Folge abschließen kann. Ich hoffe es wirklich inständig. Oder ob ich das Ganze auf morgen verschieben muss. Ich weiß halt nicht, wie lange dieser Kohl braucht. Das ist halt das Blöde. Wir sehen uns gleich noch mal. Ja, und wie ihr sehen könnt, ist es mittlerweile doch schon sehr, sehr dunkel geworden. Aber wir können endlich ernten. Das heißt, oh, das heißt, wir können jetzt den ganzen Kohl an einer Stelle ernten, die wir gebraucht haben. Super. Ach, wunderbar. Und dann ernten wir den Rest hier auch noch eben ab. Ja, und oh. Oh, vielen Dank, Rapunzel. Vielen Dank. Sie möchte sich sicher dafür bedanken, dass wir, das war die falsche Taste, dass wir mit ihr ein wenig gelevelt haben, weil wir haben sie jetzt schon auf Level 7 bekommen. Das heißt, es wird wahrscheinlich bald mit Rapunzel weitergehen. Aber ich will noch nicht zu viel verraten, weil wir müssen erst noch eben die Aufgabe mit Dagobert abschließen. Jetzt muss ich mal schauen, wo der eigentlich ist. Ist es gerade gar nicht hier oder was? Doch, hier unten ist er. Hallo, hier bin ich. Ja, das ist toll. Da. Stopp, bleib stehen. Red mit mir, Dagobert. Einen schönen Tag noch. Hast du das wachsende Geld angepflanzt, wie ich es dir gesagt habe, Gameplayerin? Das habe ich. Hast du noch mehr Tipps? Das habe ich und es ist der Kracher. Ich habe die Insel erkundet und mich an meine Abenteuertage im Yukon erinnert, als ich eine Entdeckung machte. Auf dieser Insel arbeiteten früher allerlei uralte Maschinen, die sich um die Insel kümmerten. Können wir sie nachbauen? Oh oh, welche Arten von Maschinen? Nun, es scheint eine ganze Reihe von ihnen gegeben zu haben. Ich werde mir das mal ansehen. Ich lasse dich wissen, was ich finde. Aber mach dir keine Sorgen. Ich habe deine Arbeit nicht vergessen, mit der du die Insel der Ewigkeit bereits zu mehr Wohlstand gebracht hast. Hier ist etwas für deine Mühen. Bei meinen Abenteuern auf der Insel habe ich ein paar wertvolle Edelsteine gefunden, die nützlich für dich sein könnten. Ach, das sind Edelsteine. Das geht weg wie warme Semmeln. Okay. Ja, cool. Dann schauen wir mal kurz, was das jetzt genau sein soll. Glänzender Endlosstein. Okay, den kann man teuer verkaufen, aber ich weiß nicht, was das jetzt genau sein soll und wofür wir den eventuell noch brauchen. Deswegen tue ich den am besten erstmal in meine Edelsteinkiste rein, falls wir den vielleicht nochmal irgendwann brauchen. Und ihr seht schon, ich muss hier noch meine Reste loswerden, mit denen ich Rapunzel gelevelt habe. Aber ich habe immerhin schon mal einen ganz guten Schub gemacht. Und ich glaube, Rapunzel war auch abhängig, genau, war abhängig von Gaston. Da muss ich jetzt erstmal noch Fortschritte mitmachen. Das werden wir dann aber auf jeden Fall erst in der nächsten Folge machen, weil mir ist das jetzt zu spät und im Tal ist es zu dunkel und Gaston kann auch bis morgen warten. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.